glaube, das ist ein Prozess, auf den wir uns einlassen müssen. Ich habe neulich im Sirach, gibt es ein tolles Wort, habe ich gerade mir hinter die Ohren geschrieben, Veränderung fängt im Herzen an, finde ich total klasse. Und das hat, glaube ich, was ganz stark damit zu tun, dass wir nämlich auch mit dem Film eingeladen werden dazu, Denkmuster, die wir haben, mal neu zu sortieren und neu zu bewerten vielleicht auch. Und dann mal wirklich auf das Wesentliche, was du auch gesagt hast, auf das Wesentliche zurückgehen und zu sagen, was ist wirklich wichtig? Und dann die Sachen, die unwichtig sind, einfach zur Seite zu lassen. Und diese Veränderung fängt tatsächlich im Herzen, also da, wo das Gefühl ist, da fängt es nämlich an. Und dann kommen wir zur Nächstenliebe. Deswegen auch der Film. Man hätte auch sagen können, als die Idee da war, das wird jetzt ein Gedicht und fertig. Ja? reimt sich ja auch, zumindest in der deutschen Version. Wir haben es ja auch mittlerweile in verschiedene Sprachen übersetzt. Wäre auch ein gangbarer Weg gewesen, aber wahrscheinlich mit etwas weniger Effekt. Aber, und da knüpfe ich gerne an, was die anderen jetzt auch gesagt haben, er ist eine Hilfe auf einem Prozess, der ohnehin schon längst in Bewegung gekommen ist. Das heißt, erst jetzt werden auch innerkirchlich die Kirchenmitglieder nicht wachgerüttelt nach dem Motto, wir haben alles verschlafen in den letzten Jahrzehnten, sondern er ist eine Begleitung. Genauso wie der Spruch bei euch in der Gemeinde oder wie in Hamburg-Alstertal, komm wie du bist, ist eine Erinnerung und für die, die vielleicht vorbeilaufen, auch ein Signal, hier hat sich schon was getan. Und das ist ganz wichtig. Du hast vorhin nach meiner Lieblingsstelle im Film gefragt. Ich möchte eine zweite erwähnen und das ist die leere Bank. Für alle die, die nicht mehr kommen. Ich glaube, dass es viele gibt, die nicht mehr kommen, die aber noch das alte Bild von Kirche haben und auch das alte Bild von neuapostolischer Kirche. Und das wäre mir ein großes Herzensanliegen, wenn genau die erreicht werden, die ferngeblieben sind, weil sie eine Kirche im Kopf haben, die nicht mehr der Kirche von heute entspricht. Sondern wenn sie erahnen würden, dass da ein Wandel stattgefunden hat, sei es bei so profanen Dingen wie die Kleiderordnung, die vermeintlich festgeschriebene, oder anderen Dingen der Haltung, dass sie erleben, hier hat sich was getan. Und es hat sich ja immens was getan. Wir reden zwar immer noch vom neuen Gesangbuch und von der neuen Bibelübersetzung und allem Möglichen, aber es hat sich so viel getan. Und das kann man einerseits objektivieren und sagen, das sind die Fakten, aber in den Köpfen und Herzen der Kirchenmitglieder, da hat sich das meiste getan. Und das ist einfach etwas, was immense Strahlkraft hat. Sie muss nur raus und vor allen Dingen müssen andere diesem neuen Bild, um das zu revidieren, wieder eine Chance geben.